Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Roll P. Und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Raft. Ja. Was ist eigentlich beim letzten Mal passiert? Außer dass wir gestorben sind. Eigentlich nicht viel. Ich habe hier diese Brücke gegen Himmel gebaut. Ja. Und wir haben irgendwie Kurs verloren von der Insel. Ja. Das ist auch meine Schuld gewesen, weil ich zu spät gesehen habe. Aber dass der Anker nicht gelichtet ist. Das tut mir leid, aber keine Sorge, wir finden die Insel wieder. Ja, die ist in diesem Ding. Aber wir haben hier eine neue Insel gefunden, die auch relativ groß ist. Die ist ja markiert, die werden wir schon finden. Außerdem brauchen wir sowieso Materialien wieder. Das ist wahr, wir brauchen sowieso Materialien. Da ist auch nicht ganz unrecht. So, ich weiß nicht, ob wir von hier aus da ruhen können. Was ich aber weißt du, was ich auch erstmal brauche, bevor wir da überhaupt auf diese Insel gehen? Auch was zu essen. Du kannst vielleicht noch mal einmal kurz den Anker rausmachen, so ein bisschen. Ja, so ein ganz bisschen nach vorne ist man noch. Ich musste eben die beiden Motoren noch mit Kraftstoff versorgen. Ja. Okay. Anker ist oben. Ja, also warte. Jetzt. Alles klar. Ich glaub, Anker ist gelichtet. Alles klar, gut. Ich werde auf jeden Fall noch eben was zu essen, ne? Auf den Grill werfen. Ja, ich musste super essen, weil meine Melone nicht meinen Hunger stillt. Melone stillen eher den Durst als den Hunger. Ja. So, Planken, Stein und Seile. Das ist klar. Ich hack mal hier noch die Bäume kaputt. Ja, mach mal. Aber nicht vergessen, neue zu pflanzen. Ja. Am besten wäre welche, die uns auch was bringen. Ja. Eigentlich pflanziere eben so lange neue Kartoffeln. Denn wir sind Deutsche. Und was brauchen wir? Wir brauchen Kartoffeln. Ja. Oh Gott, ich brauche allen möglichen Geschmacksrichtungen. Ich brauche wieder eine bessere Achse. Ja, ich weiß. Und ich sehe gerade, dass mein Spender wieder Wasser braucht. Scheiße, ich kann schon nicht mehr rennen. Und weißt du, warum ich nicht mehr rennen kann? Meine Axt ist kaputt. Nein, ich brauche zwei Seile. Seile sind noch genug in der Kiste. Noch Planken und Steine. Es wird gerade irgendwie so an, als wir gestorben sind, dass wir jetzt wieder von Null anfangen. Ja, irgendwie schon. Das ist kein gutes, das ist kein schönes Gefühl, muss ich dir sagen. So. Oh ja, Musik. Ja. Ich habe herausgefunden, dass man die Kassette auch ins Radio stecken kann. Die habe ich mal irgendwann im Handelsposten eingetauscht. Oh. Daher hattest du die. Hat mich schon gewundert. Nur ich habe nicht gewusst, was man damit machen kann irgendwie. Ist eigentlich der Bienenstock fertig? Weiß nicht. Ja, dann Holzhacken. Wenn du die Zeit hast, dass du das eben mal nachprüfen könntest, dankeschön. So. Gehst du da raus? Und das war unsere letzte Verteidigung. Und wir haben nichts mehr, um die Vögel zu vertreiben. Der Vogel hat gerade unsere letzte Vogelscheuche kaputt gemacht. Wie kann er das wagen? Wir brauchen unbedingt wieder Eisenerz. Ja. Beziehungsweise Metallerz. Pardon. Halt. Also, haben die Tiere auch noch genug? Ich bin gerade dabei. Sehr gut. Ich knall hier was auf den Grill. Ist hier überhaupt noch am Scheren oder irgendwie sowas hin und wieder? Im Moment nicht, tatsächlich. Mache ich da mal kurz. Habe ich noch eine Schere irgendwo? Ja, ne? Jo. Da haben wir wieder ein paar Planken. Planken? Wir haben ein paar Palmblätter. Ich mache die mal zu Seile, pack die da rein. Ich könnte schon mal anfangen, die Fische zu machen, die ich habe. Kannst du mir noch ein paar Planken... Oh mein Gott. Sind welche in der Kiste? Wieder reingefallen.
Ja gut, ich baue ein paar Planken, um die Grills anzufeuern. So. So, Schere, Schere, Schere. Schere, 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 Schere. Normalerweise würde ich sagen Kohle, 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 Kohle. Wir alle kennen Kohle. So, Wolle. Wollen Wolle haben. Ich dachte, jetzt kommt Wolle los. Kaufen. Ich kann nicht scheren. So. So. Ich habe jetzt noch die restlichen Fische genommen, die wir braten können. Hier sehe ich auch zum ersten Mal den Euter, den die Dinger haben. War nicht schon immer Euter? Die Ziegen? Euter? Ja. Ja. Du weißt, Ziegen geben auch Milch. Wusstest du das nicht? Ja, ich habe noch nie einen Euter gesehen, irgendwie an denen. Wahrscheinlich war, weil du dann in deiner gesamten Zeit gesehen hast, dass es Ziegenböcke sind. So. Einer drin. Weil wie gesagt, woher soll ich das wissen? Ich weiß nichts darüber. Ich weiß halt nur, dass Ziegen auch Milch geben. Deswegen, ja. Sonst würde es ja keinen Ziegenkäse geben. Ja. Oder so in der Art. Oder Ziegenmilch. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Du hast den Käse gesagt. Ja, aber Käse wird ja auch aus Milch gemacht. Da ist hier unten irgendwas. Du weißt, was ich meine. Ist hier unten irgendwas. Ich, falls du ein paar Fische brauchst, ich habe welche in die Kiste getan. Hängen die an der Wand. Ja, auch die gebraten. Nein, ich hänge sie nicht an die Wand. Diese Fische sind zum Essen da. Bin mal auf der Insel schon. Dachte, wollen wir nicht erstmal warten bis zum Morgen? Ach, was. Bringst mich teilweise echt ins Grab. Was ist ein schöner Mond. Also dann gehe ich im Wasser erstmal. Na gut, ich schaue mich hier mal ein bisschen um. Vielleicht finde ich was. Also wow. Ich hoffe mal, dass ich in... Gut, schau du dich unter Wasser um. Ich schaue mich hier an Land um. Warum kann ich so lange unter Wasser bleiben? Ich habe doch gar nicht mein Dings ausgerüstet. Ah, ne? Meine Aufnahme ist dann viel heller. Noch ein bisschen Handelsposten. Planke, was er mit jetzt gerade hell sehe ich. Jetzt gerade hell, das ist ja. Super. Wir haben wieder Birkensamen. Birkensamen. Ich habe auch bis jetzt noch kein Tier gesehen. Ach übrigens, was ich auch gesehen habe, als wir gestorben sind, ich habe mein Netzwerfer verloren. Ja, ja, ist ja gesagt. Na, stimmt. So, ist ja irgendwas unter Wasser. Irgendwie ist hier nichts unter Wasser. Kann doch gar nicht sein. Oh, wow, hier sind Bienchen. Wir können ja erstmal versuchen, obwohl ich weiß nicht, wo der ist. Oh, wow. Also weiß das hier Sandbaum war nicht, ne? Schrottbaum war. Habe ich so Gefühl. Yeah, Steinegläser. Oh Gott, mein Haken ist leicht kaputt. Bienengläser sammle ich auch mal ein, damit wir uns noch mehr Bienenstücke machen können. So, kann ich mir einen Haken erstellen? Nö, ich brauche Kunststoff. Boah. Kunststoff haben wir noch etwas. Ja. Und ich sehe gerade, dass deine Brücke zur Unendlichkeit echt teilweise über die Insel ragt. Ja, ja. Da war der Plan. Ich habe den Handelsposten gefunden. Okay. Aber da kannst du ja vielleicht ein paar Dings holen. Ein paar Kunststoff. Ich habe jetzt nichts dabei. Aber wir haben jetzt hier Metallerz und ich habe meinen Haken kaputt. Aber ich habe eine Kiste gefunden. Nice. Na gut. Ein bisschen Schrott unten noch und ein paar Nägel und ein paar Planken. Jetzt nicht gerade das Beste. Ich hoffe, wir müssen eigentlich nächstes Mal nochmal, wenn wir die Insel wieder finden, nochmal zum ersten Turm hingehen und den aktivieren oder so. Ich will's hoffen. Aber ich glaube schon. Das ist genau wie mit dem Schiff.
Irgendwie scheint hier nichts zu sein. Ja, ein Bär wird hier bestimmt wieder irgendwo sein. Ja, irgendwo. Ich habe noch keinen gesehen. So, komm her, du Birke. Es ist ruhig. Viel zu so ruhig. Na, lass mich da hoch. Wie gesagt, ich habe jetzt nur diese eine Kiste gefunden. So. Die Brücke. Aber ich sehe noch Bienchen. Ah, und noch ein Lama. Hallo Lama. So, warum kann ich den nicht abholzen? Das ist auch so ein Birken. Ist komisch herauszufinden, welche Bäume man hier abhacken kann, welche nicht. Ja, ich kann doch gar nicht erkennen, welche das sind, aber ich nehme noch ein paar Honigwaben mit. Ich habe noch so ein paar Bienchen gefangen. Ich renne von den Bären weg. Ist doch noch ein Bär hier. Ja. Ich spring mal hier runter. So. Ich bin ins Wasser geflüchtet. Hey, Intimate Bee. Ah, Neverland. Capture 10 Bees. Ich habe 10 Bienen gefangen. Nice. Aber leider geht mein Netz auch schon gleich kaputt. Gerade wieder was weggefuttert. Irgendwie muss man auch Kunststoff herstellen können. Ey. Das ist das Einzige, was uns hier immer fehlt. Ey. Wir können uns keinen Kunststoff herstellen. Ja, irgendwie muss man ja doch. Er hat doch schon Kunst in seinen Namen. Also muss man den doch künstlich herstellen können. Also, wenn ich mal sagen darf, ich und Kunst, das sind so zwei Dinge, die nicht zusammenpassen. Hm. Ich hab mal Scribble.io gespielt und meine Fresse sahen meine Kunstwerke scheiße aus. Ach, wart. Er sagt, Kunst ist objektiv. Ich sehe einen Bär. Das sehen allein oder rennst du vor ihm weg? Ich bin von meinem weggerannt. Nein, ich sehe ihn. Jetzt hat er mich gesehen. Oh fuck. So, ich muss jetzt wieder den Metallerz wieder finden. Ganz wichtig. Mit weil wieder verlieren können. Ich habe den Bären getötet. Ja. Ich weiß nicht, warum dieser eine Bär so viel Schaden gemacht hat, irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Der hat mir noch. Aber ich habe leider keinen Bärenkopf bekommen. Also egal. Wir haben doch welche. So, wo ist der Metallerz? Oh, Metallerz. Wo ist es? Ja, damit. Ja, damit. Locker bleiben, hier gibt's doch keinen Feind. Es gibt keinen Feind. Ja. Nein, hör mal, es muss doch einen Feind geben. Du hast das Muschelhorn geblasen. Wo ist das Metall? Hallo, beziehungsweise sag mal, wo hast du das Ding überhaupt her? Wo ist denn der Metallerz nochmal? Ich hab den noch gerade gesehen. Na! Ihr scheiß Bienchen da oben, ey! Ich krieg euch noch. Alter! Na, ich krieg diese scheiß Bienen nicht. Das Kopf, ja. Was ist das? Mit der ist nicht wieder. Ist er da? Ich glaube, da ist es. Ja. Ach man, leck mich doch, oh ihr Gott. Kackbienen, ey. Also, warum denn nicht gleich so? So. Metall, jetzt her damit. Na also. Oh, so. Mein Gott, ey. Weiß gar nicht, warum die Bienen so ein Theater machen, ey. Kennst du das? Wenn Bienen so ein Theater machen? Nee, ich bin die voll chill. Nein, lass dich nicht von dieser Trugheit täuschen. Sie sind böse. Ach, was?
Jedes Mal, wenn mir eine Biene am Kopf vorbeifliegt, mache ich einfach, ach, geh weg, Mann. Ach, nerv mich nicht. Na, geh weg, Mann, du nervst mich. Geh weg, ne? Ich hab schon Bienen getroffen, die haben mich irgendwie bis nach Hause verfolgt, ey. Wirklich? Ja, ich glaube einfach nur so durch die Gegend, bin auf dem Weg nach Hause und die tut mir die ganze Zeit hinterher fliegen. Sofort so ein Gesicht, ich so, nein, geh weg, Mann, ach. Nein. Ich habe ein paar Höhlenpilze gefunden. Aber leider habe ich keine Schaufel. Ich schwimme ganz unter Wasser. Suche nach dem Ernst. Ja. Chill du mal unter Wasser, ich kehre mal zum Fluss zurück. Ich will mal gucken, ob ich irgendwie was bauen kann mit meinen Sumsum-Gläsern. Kannst mal diese Münzen und so eintauschen für etwas Kunststoff, wenn du Bock hast. Ja, könnte ich tun, wenn ich den Handelsposten wiederfinde oder zumindest wenn ich das Floß wiederfinde. Ja, weil ich gar kein Problem sein sollte. Ah, ich hab's gefunden. Ja, mit dem Ding, was wir da gebaut haben. Willst du was du gebaut hast? Ja. So. Geronimo! Nein. So, 3. Scheiße. Bier, Metall, weißt Erz. Du, da springe ich hier erstmal Geronimo-mäßig ins Wasser und was wartet da auf mich? Alles klar. Du weißt, worauf ich hinaus wollte. Ja. Dieser Scheißhai. Dieser elende Pisser. So. Baba. Und ich sehe hier, dass die Möwen hier schon einiges weggefressen haben. Ja, stimmt, ich hab ja auch noch Leder bekommen für Leder. So. Dann ich brauche unbedingt ein bisschen Haken. So, warte mal, ich mache mir jetzt erstmal nochmal hier den Bienenstock. Wo war es nochmal? Bienenstock, da. Danke, Kunststoff und Ton. Wie ist der Hai nicht bei mir? Bin noch gar nicht gesehen die ganze Zeit. Er weiß nicht, dass ich hier bin. Gut. Er weiß nicht, dass du da bist. Aber irgendwie doch. Ach, scheiße, ich brauche noch Scharniere. Haben wir noch welche? Müssten wir genug haben. Ja. In irgendeiner Kiste sind welche. Es sind so 20 Stück. Ich hab sie gefunden. So. So, ich habe uns noch einen zweiten Bienenstock hergestellt. Und weißt du, wo ich den platziere? Sag's mir. Direkt neben dem ersten. Och. Plot Twist. Och. Plot Twist. Dam, 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 da. Ich muss hier etwas Drama reinbringen. Leute, habt ihr das gehört? Ich nehme mal die Handelsmünzen mit und ich nehme auch mal die Müllwürfel mit. Ja. Kaufst du uns was Schönes? Guck mal, ob ich uns was Schönes kaufen kann. Ja, nur nicht. Ich glaube, ich kann sogar noch. Nee, ich kann keinen weiteren Bienenstock bauen. Weil wir keinen Kunststoff mehr haben. Ja, ja, spar den Kunststoff ein bisschen auf. Hm? Ich hab den Kunststoff jetzt eingesetzt für den Bienenstock. Ja, ja, ich baue noch was für den Haken und so weiter. Ist gleich kaputt. Ich muss erstmal was zu essen machen. Oh, Metallherz. Wie gesagt, vielleicht kann ich ja den Kunststoff nutzen. Ich muss erstmal was trinken. So. Ich verdurste. Ja, du hast mein letztes Essen geklaut. Jetzt muss ich verhungern. So, was ist das? Ja. Du hast mein letztes Essen geklaut. Jetzt muss ich verhungern. Was ist das? Ein Dodo? Ein Dodo. Ach, lass den Dodo sein. Ne, das ist ein Lama.
Ja, das ist ein Lama, was da rumläuft. Lass das Lama Lama sein. Lama Mama. Lama Lama. Noch eine Honigwabe. Ja, damit. Ich abholzen, ja. Gut, ich muss eben mein Inventar leer machen. So, und da was habe ich was alles eingesammelt? Was ist das Wichtige? Alles klar. Sehr gut. Ich hoffe, du bringst Metallerz nach Hause. Ich habe 7 Metallerze. Ausgezeichnet. Dann gehe ich mal zum Handelsposten, guck mal nach, ob ich irgendwie Kunststoff nochmal kriege. Ja, eine Ladung kannst du ruhig mal eintauschen. Das werde ich machen. Alles andere brauchen wir irgendwie nicht. Glaube ich. Ja, ich kümmere mich drum. Was hat denn eine Schubkarre? Oh, können wir die nicht mitnehmen? Warum sollten wir die Schubkarre hier nicht mitnehmen wollen? Ja, genau. Damit können wir uns echt einiges ersparen. Ja. Oh nein, jetzt wird es dunkel. Oh nein! Oh, da bitte. Oh. Hi, na? So ganz allein im Dunkeln. Geh zurück zum Floß. Ja, mach das mal. Ich muss nur mal gucken, wie man nochmal zum Handelsposten kommt. Das war hier rauf und dann nach links. Falls mich hier jetzt nicht auf einmal plötzlich ein Bär angreift. Ich sehe eine Brücke. Da muss ich. Okay, jetzt sehe ich hier unten nicht. Oh Gott. Oh, Gott, ich habe den Boden berührt, aber ich war im Wasser, als ich untergesprungen bin. Ah! So. Oh nein. Oh, rate mal, was hinter mir, was ich gerade gehört habe. Bärchen. Ein Bärchen. Ah! Oh Gott. Gehst du weg, du Viech? Oh Gott, wir müssen ja um unsere Farm Dingens bauen. Warte. Jetzt schnappt er sich das hier weg. Ja, hi. Intimidate Beer Hunter. Okay, wir brauchen Kunststoff. Ja. Es war ganz schnell. Ich brauche Leben. Ja, ein steht fest, wir müssen uns unsere Heilsalbe mit Honig warm machen. Das heilt uns noch mehr als mit Ton. Ich habe diesen Bären nicht gesehen. Aber trotzdem habe ich ihn getötet. Die kosten beide Ton. Ja. Okay. Wir wollen Hallöchen, Mr. Handelsposten. Okay, wir brauchen ganz schnell Kunststoff, weil unsere Farm ist kurz davor, weg zu krepieren hier. Ist nur noch ein Ding. Ja, ich habe eine Ladung. Ich habe jetzt alle unsere Müllwürfel dafür eingesetzt. Ja, kannst du alle dafür ausgeben? Ja, dafür brauchst du nur Müllwürfel. Also ich dachte, man kann nur eine Ladung. Immer nein, holen. Warte. Ich komm nach Hause. Let's go! So, 19 Schrott. Hat man mich gesehen? Ne, ich habe mich geguckt. Mach's noch mal. Ach, oh so. So, kannst du in die Kiste gucken, wie viel da ist. Oh, nice. Okay. Aber dafür haben wir jetzt keine Müllwürfel mehr. Ja, macht nichts. So, das jetzt mal erstmal. Oh, ich habe einen Bärenkopf bekommen. Nice. Unser Hai war kurz davor, hier die Dings weg zu schnabulisieren. Okay. Warte mal, ich tu mal den Bärenkopf mal irgendwo hin. Kannst du. Beziehungsweise. Komm mal her. Ja, also ich gebe dir nun die Ehre. Da habe ich den Bärenkopf reingetan. Häng ihn irgendwo hin und benenne ihn. Haben wir doch schon. Nach. Nein, ja, die Sauer sollen wissen, mit wem sie sich anlegen. Haben wir doch schon. Ist doch egal. Bin gespannt. Ich werde jetzt kein Dings verbrauchen dafür. Wir haben den doch schon. Woanders hin. Ja. Mann, ich kann eben eins bauen, ist kein Problem. Eben eins. Ja, jetzt keine Lust für das nur hier Metallerz und so als hier schmelzen. Okay, Zeit, Mann. Warte, wo haben wir doch Zeit? Warte,
Bau dir eben eins. Ja, ich will aber jetzt nicht verteilen. Ich will meine Sachen erstmal wieder herrscht. So. So. Schrott. Für Metall als Box, ne, doch aus einem Bolzen. Ugh. No, das passt nicht. Ich bin schon einen Bären. So. Da ist mein Bär. Da ist der. Warte, wo ist der Bär? Wo hast du den Bär? Da in der Kiste. Ich habe ich ihn reingebracht. Wo, in welcher Kiste? Da in der Ecke, die linke. Ja. So, was mit dem Harz hier? Ist das irgendwie fertig oder so? Ich weiß gar nicht, wie er funktioniert, ehrlich gesagt. Du brauchst Honig oder? Erstmal brauchen wir Honig. Der Kraftstoff ist nicht fertig. Wo ist der Honig? Ich hatte doch welchen gemacht. Wo ist... ach, da ist er. Hab ihn gefunden. Hab ich gerade gesehen. Hab ihn gefunden. So, pass auf. Boah, Honig hier ist voll. Jetzt fließt das Ganze da hier einfach so rein. Schrott und einem Bolzen. So, Leder, weg damit. Schrott. Metallbahnen sind fertig. Boah, ausgezeichnet. So. Geht auch viel schneller jetzt wieder. So, jetzt habe ich wieder Birkensamen. Birkensamen. Da, Teil jetzt wieder als geschmolzen. Müssen wir nächstes Mal, wenn wir die eine Insel noch mal suchen, hier den offiziellen Eingang mal finden. Vielleicht hilft das irgendwie eher. Aber sowas von. Und ja. Dann müssen wir schon so, gleich... warte. Erstmal wenig den Bärenkopf. Müssen wir wahrscheinlich wieder diesen Säure. Dings hier wieder abschließen. Ein Säure-Sumpf. So, da, warum ist da kein Wasser drin? So, das ist der weibliche Bär, Inge Bär. Okay. Oh Gott, ich hab Hunger. Hier haben wir Inge Berg und Herbert. Es liegt Wasser auf dem Grill, aber oh, warte, Moment, ist nicht fertig. Moment, kümmere ich mich eben drum. Eine Sekunde. Da liegen auch Kartoffeln. Ja, kannst du die nehmen? Nehmen. Du hast Hunger? Nimm's dir. Oder? Moment mal. Eigentlich kannst du gar keinen Hunger haben. Aber weißt du, warum du keinen Hunger haben kannst? Wieso nicht? Du hast doch Suppe. Ja, ja. Hab ich auch gerade gegessen. So. Müssen denn nicht doch, warte erstmal und den soll Rüben hier weggefuttert, die blöden Viecher. Warte, das waren keine Rüben, das waren Kartoffeln. Ich weiß, das ist noch viel schlimmer. Rübe, das gibt eine Kartoffel. Ich dachte, das heißt hier Lüge, das gibt eine Rübe. Das heißt, es gibt eine Rüge. Ach, was weißt du? What the fuck? Was ist los? Hey, Finger weg. Er kam einfach so. Puff, ohne irgendwelche Animationen kam der runter. Und vorher wollte gerade anfangen zu headbangen. Was steht doch nicht mal vor der Tür. Also meine Worte. Ach, scheiße, nein, das wollte ich nicht. Also meine Worte wegrennen. Kann doch gar nicht.
So. Ich habe jetzt mal dem Heilkopf, der hier draußen ist, habe ich auch mal so einen Namen gegeben. So. Kommst du mal hier rein. Angeblich soll der Hai angeblich wirklich Bruce heißen. Oh, wirklich? Der sagt dann so: Hallo, ne? Hi auch! Ich bin Bruce! Ist ja gut, ich habe ja schon verstanden. Warum sollte man einem Hai trauen? Übrigens, der Hai da oben hat jetzt auch einen Namen. Ja, also gut. Futter mal die Kartoffeln, ja. Weil ist auch Fleisch gewesen. Du. Ja, da ist doch Fleisch auf dem Grill. Nimm's dir ruhig. Da also. Ist es fertig, gegartes Fleisch. So, dann kommen wir ja wieder weg von der Weinkarte. Ist da tief? Warum ist das Wasser so tief? Ich weiß nicht, warum das Wasser so tief ist. Und wer zur Hölle ist eigentlich Paul? Und was zur Hölle ist eigentlich mit Carsten los? Ja, da kommen wir aber, das ist ja gar nicht gut. Kommen wir wieder versuchen, zu anderen Insel wieder zurückzukehren. Ja, dann gibt man alles. So. Und er hat immer noch nicht den coolen Hai gesehen. Ja, ich bin halt immer beschäftigt hier. Hey, dann lass deine Beschäftigung mal kurz beschäftigt sein. So. Nein, und bestaune Kunst. Wow, aufgeblasener drittklassiger Klarinettenspiel. Drittklassig? So. Mein Gott, ist hier wieder alles voll. Hast du gesagt, die Kokosnüsse soll man da reintun? Ja, die Kokosnüsse. Rohe Früchte. Also Rohkost muss da rein. Ah, und siehst du da, wenn der Deckel drauf ist, siehst du es hier? Haben wir ja nur 5. Ja, der. Wenn der Deckel drauf ist, dann ist der Rohstoff fertig. Und den Rohstoff kannst du dann halt in die Motoren rein tun. Und da brauchst du Gläser für, oder was? Ja, und du brauchst dafür Honig. Nicht und Bienen produzieren Honig Waben. Waben, nicht wahr? Oh, sieh mal an. Es ist gerade kein Kraftstoff nötig, weil alle Motoren sind voll. Okay, sehr gut. So, ich muss mal eben gucken. Aber kurz, wenn es geht. Ja, Moment. Ah, okay. Man braucht für Honig braucht man Glas und eine Honigwabe. Ich werde mal ein bisschen Honig machen. Ja. Dann mache ich das. So. Man bekommt halt immer zweimal Honig. Machen wir uns auf zur anderen Insel wieder. Ja, bringe uns hin. Was war da? Soll ich den Anker lichten? Ah, ne, warte, Moment, der Anker ist schon gelichtet. Ich weiß noch nicht, ob wir wieder auf Kurs sind. Möwe. Warte, Oh, da ist mein Bogen kaputt gegangen jetzt. Nein. Hast die Möwe getroffen? Oh nein, Möwe! Die nächste. Aber hey, den hast du getroffen. Okay. Okay, da nehme ich mal direkt mit. Weißt du, was die Federn bringen? Motor einschalten. Motor einschalten. Hat man schon? Ne, wir hatten noch keinen 6. Motor, ne? Wollte schon sagen, ist ja schon wieder kaputt gegangen. Ne, Gott sei Dank. Auf der anderen Seite habe ich nur 2 Motoren gesehen, aber wir haben noch keinen 6. gehabt, ne? Nein, wir haben keinen 6. So. Dafür habe ich auch im Moment nicht die Materialien. Ja. Da brauchen wir auch noch nicht. Weil wir noch nicht genug Dinger haben. So, wir sind jetzt voll auf Kurs wieder. Ich hoffe, da ist der okay, auch. Okay, sind wir wieder auf Kurs? Ja. Gerade 1A. Dauert noch ein bisschen. 900 Meter. 900 Meter bis zum Ziel? Ja. Das kann ein bisschen dauern. Dann auch noch mal so. So, Glas wieder rein. Ich brauche einen Bogen. Ich brauche
einen Bogen. Na gut. Wir haben. Warte, dann. Warte, wir brauchen. Für den Bogen brauchen wir einen Bolzen, ne? Ja. Ein Metall. Dann kann ich ihn da mal. Da mache ich mir direkt auch einen. Ja, hier ist noch einer drin. Oh, da hinten ist Loot. Loot? Ja. Loot, 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 Loot. Kunststoff und so. Aber Pastakaken ist auch schon wieder leicht kaputt, ey. Ich brauche unbedingt wieder einen Bogen, ey. Komm her, komm her, komm her, ein Stück. Waffen. Ein Stück. Ja. Planke und Seil. Komm her. Okay. Kannst du mir einen Bogen machen, bitte? Dann sammle ich hier den Loot ein. Ja, 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 ja. Da müssen wir uns ein bisschen so darauf fokussieren, hier die Türme zu aktivieren, nehme ich an. Ja. Und den Weg dahin finden. Oh, Kunststoff, sehr gut. Ich hoffe, wir haben jetzt noch Palmblätter. Ja, aber mehr als genug. Oh Gott. Okay. Ja, mit der Kiste. So, sehr gut. So, ja, da hinten sehe ich die Insel. Ja, ich sehe da. Sieh sie, gut. Ja. Ausgezeichnet. Schnell, ich mache dir eben einen Bogen, eine Sekunde. Ja. Dann müssen wir versuchen, da durchzurennen, ohne zu sterben und die Dinger zu finden, die Türme. Den einen haben wir ja gefunden, aber die anderen irgendwie nicht. Ja, irgendwie nicht, ne? Vielleicht gibt es ja irgendwo so einen offiziellen Eingang. Ja, such mit denen erstmal. Ja. So, ja damit. So viele Planken, so viele Planken. Danilo? Ja. Moment. Ich tue dir etwas in die Kiste hinein. Hier, in der Kiste ist dein Bogen, bitteschön. Hm. Wer den schon finden? Nice. Dann nehmen wir auch nur das Nötigste mit, damit wir nicht alles verlieren. Ne? Irgendwie so ein Speer oder irgendwie sowas. Ein Bogen. Ja, Speer. Ich müsste eigentlich einen neuen machen. Komm her, du Stück. Nein. Komm her, Kiste. Kiste. Fass, meine ich. Tue ich mal den Netzwehren. Tue ich mal den Netzkanister, den ich noch mit mir rumtrage, auch erstmal weg. Brauche ich ja erstmal nicht. Da ist mein Haken auch kaputt, ey. Nicht den Pinsel brauche ich sowieso nicht. Geh weg, doch ich. Fass unser Essen nicht an. Ja, fass es nicht an. So. Boah, endlich. Endlich mal wieder Loot. Das wäre die gleiche Anlegestelle wie letztens mal. Schon wieder? Ja, diese kleinere. Aber ich war ja yeah. Nicht... War ja nicht schlecht. Ja. Aber wie gesagt, ich werde mal einen neuen Metallspeer machen. Als ich mir einen machen kann. Ich glaube, dafür braucht man nämlich eine ganze Menge. Naja, man braucht zwei Metallbahnen und einen Bolzen. Wenn ich jetzt einen mache, dann haben wir keine Metallbahn mehr. Ja. Dann lass aber bitte lieber. Nehmen wir lieber im Bogen oder so. Ja, ich lasse es sein. Auch wer. Achso, oh, wir sind ja wieder da. Hallo. Ja. Oh, Junge. Oh. Oh, Junge, Mickey Maus. Oder bist du etwa Mickey Maus? Oder bist du Pluto? So. Hier ein paar andere. Okay, Pluto. Komm her. Okay. Steuer mal da hinten das Schiff. Nach rechts. Du, sag mal bereit beim Anker, bitte. Ja. Okay. Ja. Grüner, steuere das Schiff hinter die Felsen. Ah ja, das Schiff hinter den Felsen. So. Eine Sekunde. Ja, weiter. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ein bisschen zu noch hoch, ein Stück. So, weiter. Geradeaus.
Ja, weiter. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja. Soll ich werfen? Ja, mach mal. Wird schon klappen. Und halt! Motor keine abstellen. Bahn, oh, ich Motor abstellen. Ja. Echte Seite ist schon. Motor abstellen. Motor abstellen. Motor abstellen. Na. Motor abstellen. Hä? Was also. was mit dem da los? Los, warte mal, Moment mal. Moment mal. Dann versuchen wir unser Glück noch mal an der Insel. Warte. Was los? Bevor wir irgendwas machen. Erstmal schlafen gehen. Ja, ja. Denn wir haben nur beschlossen, dass wir nicht mehr grundlos da rumlaufen. Nee. Und vor allen Dingen nicht bei Nacht. Das machen wir nicht mehr. Ja. Ich habe nämlich echt keinen Bock, nochmal zu sterben. Ja, ich auch nicht. So. Zum anderen sollten wir ein bisschen Heilsalbe mitnehmen. Wenn ich nochmal wüsste, wie man es macht. Wo haben wir es denn überhaupt? Ja, aber haben wir Eier, Ton und Honigwaben, glaube ich. Und Eier haben wir nicht. Doch, Eier haben wir 3 Stück. Ich kann eins da. Nee, wir haben nicht genug Honigwaben. Ich habe das meiste nämlich für den Honig verwendet. Ich habe ja gehört, hier ist irgendwo ein Bogen. Ja, in dieser Kiste hier. Biokraftstoff. Hier. Wo bist du? Ja. Da drin ist dein Bogen. Ja, danke schön. Bitte schön. So, dann wollte ich nur noch einen Palmblätter. Haken. Palmblätter rein. Stein, komm da rein. Ein Seile, rein damit. So, ich gehe mal kurz zu meinem Schrank. Dann tue ich da meine Axt rein. Ja, brauchen wir die nicht? Wir sollten uns lieber genau um die Türme da fokussieren. Ne? Also nicht irgendwie, weil ich nur anders Zeit verschwenden am besten. Damit wir das auch schaffen. Ne? Na gut, dann behalte ich das Zeug, was ich jetzt noch. Behalte ich das Zeug, was ich jetzt habe. Oh, vielleicht kann ich ja irgendwie für mich ein kleines. Ich will einfach nur nicht meine Metallaxt schon wieder verlieren. Ne? Ja gut, okay. Ich meine, ich habe nur eine Steinaxt, die kann man ja ganz leicht wieder machen. Ja, und anstatt meine. Falls wir unsere Wasserflasche auch noch verlieren, tue ich die auch mal lieber einlagern, nehme ich lieber einen Haufen Melonen mit, ja. Oder so. Oder wir nehmen die leeren Flaschen mit und ersetzen sie erstmal dadurch. Das könnten wir machen. Ja, ich nehme. Komm, wie viel Melonen wir haben. Hallo. Ich nehme auch Melonen mit, mein Gott. So. Na schön, wenn du meinst. Ja. Dann muss ich mir einen Holzspeer machen. Ne? Lass mir ein paar Melonen übrig, ja. Ein Holzspeer, Haken, brauchen wir einen Haken? Ich weiß es nicht. Haken habe ich noch. Zwar ist das schon zur Hälfte kaputt, aber das ist erstmal nebensächlich. Ich nehme Plastikhaken. Schlimm ist, dass mein Metallspeer gleich kaputt ist. So, ich habe einen Plastikhaken, Holzspeer, fast ja, kaputten Holzspeer, einen fast kaputten Metallspeer. Ja, habe ich auch. Ein paar Dingens könnte ich mir noch machen, ein paar Pfeile. Was brauchen wir da? Hab ich. Müsste ich mal aussteigen. Ah, die kosten alle. Kosten wir auch auf jeden Fall Kunststoff, auch ordentlich zu essen mitnehmen. Okay, ich habe 11 Pfeile. Ich nehme am besten noch ein paar Suppen mit. Ja, ich habe auch eine ganze Suppen. Ja, ich habe jetzt 3 Suppen mitgenommen. So, ich habe jetzt noch einen Holzspeer. Ich habe noch einen fast kaputten Metallspeer. Aber ja, also lange kann ich dich nicht verteidigen. Aber, weißt du, was wir jetzt erstmal machen? Erstmal schlafen gehen. Ja. Schlafen gehen! Okay. Irgendwo was zu knabbern hier. Haben wir nicht Fleisch und so mal alles gehabt? Ja. Das habe ich genommen. Okay. Ja, dann versuchen wir nochmal mit dem. Müssen wir wahrscheinlich erstmal wieder zu dem ersten Turm hingehen wieder. Ich hoffe mal nicht.
Ich kann mal versuchen, da durchzurennen. Also, okay, sollen wir? Naja, also alles. Also nichts Wichtiges dabei, dass du verlieren könntest oder kaputt gehen könnte. Ich habe halt nur eine Schere. Ich hab das Netz. Ich glaube, das Wichtigste war, was ich verlieren könnte, wäre der Bogen. So, hier ist schon direkt der Bär. Versuchte mal mit dem Bogen abzuschießen von hier aus. Ah! Nein. Aua. Ja, Gott. Bin ich auch runtergefallen. Ne? Hast du Schaden genommen? Ja, natürlich habe ich Schaden bekommen. Ich hab doch schon mal gesagt, dass es Fallschaden gibt. Okay. Der Bär ist direkt da. Ach, am liebsten würde ich ihn abschießen, wenn es geht. Falls er zulässt. Wissen du? Ich bin auch kurz runtergefallen. Ja. Hier unten, so weit nach oben ist man nicht. Gott. Willst du da kommen? Da kommen wir rüber. Ja klar. Bin okay. Abgerutscht. Kann man den Bären von hier aus erreichen? Nee. Und dann gehe ich mal hin. Oh. Aber davon habe ich Schaden genommen, ehrlich. Natürlich nimmst du davon Schaden. Von der Höhe. Da kommt ja. So, kann das von hier erreichen? Nee. Können wir nicht. Ja, so ist angenehm. Wir wollen einfach nur den High Ground. We have the high ground. Mein Gott. Mein Gott. Bist du kaputt? Ich dachte jetzt gerade, er wäre tot. Nein, daneben. Nein. Komm, ein Stück. Da. Jetzt ist er tot. Möchtest du ihn looten? Ja. Ich kann ihn nicht looten. Jetzt kann ich. Ich kann ihn nicht looten. Jetzt kann ich. Ich kann ihn nicht looten. Jetzt kann ich. Du kannst ihn nicht looten. Okay. Wie viele Pfeile hast du? Warte. Lass mich eben den Bären looten. Wo ist er denn? Ich hab 11. Ah, nee. Jetzt ist er weg. Du hast ihn gelootet. Ich hab noch 8 Pfeile. Okay. Ich hab noch 11, falls irgendwo mich braucht. Alles klar. Okay. Dann beginnen wir. Ja. Aber ein neues. Gehen wir wieder nach links. Da war der erste Turm. Ich glaube, da sind auch wieder Free Zeugs und so, ne? Mhm. Hier da irgendwo so Schilder, die müssen wir folgen. Mhm. Dann sollten wir jedes Mal, wenn wir irgendwie zu einem Turm hingehen, irgendwie lieber die Sachen einlagern oder so. Da ist schon wieder ein Bär. Okay, bereit machen. Da kommt er. Das ist mein Holzschwert kaputt. So, okay. Oh, er ist tot. Ich nehme ihn mir mal. Mach das. So, mein Gott. Ich hab einen Bärenkopf. Let's go. Ja, Gott. So, wo sind die Pfeile hier? Was hier? Ach hier. Hat man schon? Ja, ne. Henry Stuff, keep out. Henry Stuff, keep out. Könntest nicht mitnehmen. Oh, haben wir schon mit so was interagiert? Keine Ahnung. Oh, es ist 2 Wochen her, Bro. Oh Gott. So, Relay Station 2 und Ranger Station. Da waren wir ja dann schon. Dann gehen wir da mal hin. Ja, müssen wir wieder über dieses Schlucht da. Spring. Oh, warte, müssen wir da nicht nochmal über diesen radioaktiven See springen? Ja, ja. Aber der war ja nicht so. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich heute dafür bereit bin. Na, da ist er schon. Ja, das hier haben wir voll einfach gefunden. Ja. Okay, du zuerst oder ich? Ich würde mal sagen, Alter vor Schönheit. Okay. Man muss aber ein bisschen warten erst, ne? Natürlich. Damit, weil die Dinger ja sinken. Hopp. 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 Hab, 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 ha, ohne einmal reinzufallen. So muss das.
So. Habe ich auch geschafft. Let's go. Dann kommen wir mal bei der Ranger Station. Ja, bist du auf dem Weg zur Ranger Station? Ja, ja, alles noch aktiviert und so eingesammelt. Ich glaube nämlich ja. Tatsächlich. Hier scheint noch alles eingesammelt zu sein. Ja, weil wir wahrscheinlich noch in der Nähe vor der Insel waren, also ist sie nicht nochmal gedespawnt oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich. Ja, gucken wir nochmal beim Turm lieber. Ich habe. Ja. Ja, dann müssen wir irgendwie gucken, wie wir zu den anderen Türmen kommen, ne? Das werden wir schon schaffen. Weil so schwer ist das ja eigentlich nicht, ne? Der Bär war jetzt nicht so schwierig irgendwie. Ich weiß nicht, wie wir das letzte Mal vermasselt haben. Und eigentlich ist das Angriffsmuster, es wären eigentlich relativ predictable. Ja, ja. Weil der Bär eigentlich sehr lange braucht, auch um anzugreifen. Wir haben eigentlich mehr als genug Zeit, um den Bären zu kontern. Ja, wenn wir den früh genug sehen, ne? Ja. Okay, scheint aber alles noch hier aktiviert zu sein. Eine von drei Relay Station. Okay, cool. Ist noch aktiviert? Nice. Ja, dann müssen wir nicht. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir zu den anderen Dingen hinkommen, ne? Da werden wir schon irgendwie hinkommen. Wir haben noch 10 Minuten, da werden wir ja auch noch schaffen, ne? Dann müssen wir halt von da. Und falls es da dunkel wird, dann müssen wir halt irgendwie die ganze Nacht da warten, lieber. Weil ich gehe nicht nochmal nachts da. Durch die Prärie. Ich gehe da nicht nochmal nachts durch. So, diesmal gehen wir hier noch auf den Weg. So, ich wieder, okay. Ja. Hup, hup, ich sag's ja immer noch, Alter vor Schönheit. Hup, 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 und hup, und hup, und hup, 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 hup. Perfect. Hier, yeah, check out my perfect form, it's perfect. So. Ich kann nichts dafür, das ist das war, was Cells aussah in Sparking Zero. Habe ich letztens versucht zu holen, hatten sie nicht. Was? Hatten sie nicht? Schnell. Nee, ich bin zu meinem Elektrohändler meiner Wahl gegangen, hatten sie natürlich wieder nicht. Oh. Ich konnte es ja schon 3 Tage vorher spielen. Oh, der ist schon wieder gespawnt, der Bär. Gibt's doch nicht. Wieder ein Bär? Hier oben. Oh ja, da unten ist ja wirklich ein Bär. Und der kommt auf uns zu. Okay. Daneben. Ja. Ich mein Metallspeer auch noch kaputt werden. Ich hab kein Speer mehr. Also, ja. Oh. Aber er ist tot. Ja. Okay. Ich habe auch nur noch 7 Pfeile, also lange kann ich dir nicht helfen. Hier bei Chad. Bist du ein Fernkämpfer hier? Danke. Relay Station 4, wenn wir im Weg folgen. 4 und 6. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall hin, wenn wir dem Weg folgen. Ja, hoffentlich. So. Ja, natürlich. Weiter sind wir noch nicht gekommen. Ist vorsichtig. Nee. Na. Vertraue deinen Fernkampfkünsten. Die ich irgendwie nicht habe, weil eigentlich. Ich meine, in Fire Emblem bin ich ein Nahkämpfer gewesen. 4 da lang. Okay. Okay. Ich meine, ich bin nicht Legolas. Legolas. Wusstest du, dass Legolas auf dem Kameramann ist? Na hier, da drüben steht Legolas mit der Kamera. So, da ist schon wieder ein Schild. Irgendwo ein Bär. Nirgendwo ein Bär. Ne, ich sehe keinen. Was steht da? Relay Station 4 und 6. Wir müssen da lang. Ja, da hinten sehe ich schon den nächsten Schild. Okay. Meine Suppe futtern. Na, wir sollten nicht so viel rennen. Das verbraucht halt zu viel Energie. 4 und 6 hier. 4 und 6, wir müssen da lang. Okay. Wenn das hell ist, ist das ja nicht so schlimm. Da war nicht hier, wo wir letztens gestorben sind, irgendwo? Keine Ahnung. Jedenfalls, wir werden unser Zeug sowieso nicht mehr finden auf dieser riesigen Insel. Nee. Ich glaube nicht, dass 4 und 6, wir müssen da lang. Ja, warte, ich habe auf der linken Seite irgendwas gesehen. So ein Schließfach ist hier. Lass mich das untersuchen. Ja. Kann man benutzen. Brunos Sägeblatt. Jawohl. Was brauchen wir? Ein wichtiger Gegenstand. Den nehmen wir noch lieber mal mit. Na gut. Erstmal
4 und 6 ist da lang. Also, Ja. Also müssen wir dort den Hügel hinauf. Ja. Noch kein Bär, noch kein Bär. Also irgendwie. Irgendwie ist das jetzt gerade ein wenig zu einfach. Ich sollte es nicht jinxen. Oh, ich kann mal noch ein Holzspeer herstellen, sehe ich gerade. Gut. Oh Gott, okay, das ist nur eine Ziege. Stimmt, das ist eine Ziege. 4, dann gehen wir erstmal zu 4, nehme ich an, ne? Okay. Hallo? Hm. Ich kletter mal hier hoch. Ich bin mich irgendwie sicher, wenn ich oben bin. So, hier ist die Brücke. Ah, da! Da ist die Brücke. Das heißt, hier kommen wir nicht hin. Da nee, hier geht's nicht weiter. Da müssen wir umkehren. Dann müssen wir zu 6, nehme ich an. Ja. Hm. Ich nehme an, müssen wir die Brücke irgendwie da aktivieren? Ja, wir müssen die Brücke erst aktivieren. Ja, wie machen wir das? Das finden wir bestimmt schon irgendwie heraus. Vielleicht gibt es einen Umweg zu 4. Dann pass auf, rechts sind Bienen. Ich weiß nicht, ob die einen angreifen. Die greifen einen an, aber die machen nicht viel Schaden. Na warte, das ist eine gute Gelegenheit, die noch zu fangen. Ja. Dann gehe ich mal ein bisschen weiter. Aber. Ja, genau deswegen. Ja, die machen aber wirklich nicht viel Schaden. So. Denn, 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 denn. Na komm. Sag mir nicht, wir sind einfach nur gestorben, weil wir nichts gesehen haben letztens. Hm. So, warte mal da. Steht da? 6, okay. 6? Ah, bis jetzt noch nichts. Da oben wieder was. So, ich glaube, ich meine, ich habe da. Nee. So. Ist hier irgendwo ein Bär zu sehen? Nee, ne? Nö. Irgendwie nicht gerade. Da ist was. Rechts von uns. Wo? Da, nee, das ist da, wo wir gerade vorbeigelaufen sind, oder? Ach so, das kann sein. Ja. Nee. So, irgendwie haben wir jetzt. Ne, da hinten ist die Brücke. Sind wir auf der anderen Seite der Brücke da? Oh Gott. Ich glaube, wir sind ja auf der anderen Seite der Brücke. Der anderen Seite der Brücke? Da guck mal da vorne. Da sehe ich so eine Hängebrücke wieder. Ja, das heißt, wir haben auf die Seite. Mal hin. Hm, wirklich? Okay. Haben wir hier so runter, ohne zu sterben. Jetzt wird es wieder dunkel. Ich hasse es. Ja, irgendwie nicht. Oder sind wir jetzt wieder. Jetzt sind wir wieder hier. Gott. Gott, wir sind im Kreis gelaufen. Jetzt geht's wieder dunkel, mir gefällt das gar nicht. Nee, mir auch nicht. Oh Mann. Wir sollten zusammenbleiben. Wir müssen zusammenbleiben. Die Bienen sind schon wieder respawned hier. Ich habe sie nicht eingefangen. Ja so. Weil die Bienen haben eine sehr komische Hitbox. Gott, ich hasse es. Warum muss es wieder dunkel sein? Wo ist denn die Relay Station 6? Ich weiß es doch nicht. Irgendwie hört das einfach da auf. Vielleicht sind wir irgendwo falsch abgebogen. Ja, sag doch in die Richtung. Hier, wrong turn. Falsch hier. Abgebogen. Ja, da lang, sagt er. Na. Dann muss das doch irgendwo da sein. Oder ist das, was du da gesehen hast? Möglich. Ich weiß auch gar nicht, wo das kann ja nicht sein, weil es führt ja zu 4. Irgendwie hört das hier auf einfach. Hm. So, oder meinen die das Ding hier? Welchen Seite? Ja, vielleicht mal meinen sie genau das. Dann müssen wir mal in die andere Richtung, glaube ich. Nicht ja, da, ich glaube schon. Na gut, dann gehen wir mal da lang. Müssen wir ja so rumgehen, nehme ich an. Hm. Warum lügen die uns denn dann an? Ja, so, was für Lüger! So, dann gehen wir mal hier lang. Oh, hier ist, da ist ein Bär da hinten. Scheiße, und es ist dunkel. Ich habe auch keinen Speer mehr. Okay. Ich glaube, er kommt. Nee.
hier irgendwo da oben, versuchst ihn abzuschießen. Muss ich mich um den kloppen, ja, versuchen. Ich sehe ihn gerade nicht, er ist gerade nicht in meinem Blickfeld. Da vorne ist er. Komm her, ich habe ihn getroffen. Komm her, Stück, komm her, Stück, ja. Ja. Ja, aber. Aber. Ha, ich treffe ihn nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, oh. Ich muss rein. Ich muss rein. Hey, Bär. Ich habe so ein Drittel meiner AP nur noch. Er ist tot. Okay. Ich muss ihn looten. Ich brauche die Pfeile. Also aber noch Boah, einer kommt, dann wird's knapp für mich. Bleiben wir erstmal ein wenig in Deckung. Ja. Wo bist du? Ich bin hier oben. Ja. Das sehe ich schon wieder nicht. Hinter dir. Oh, ja. Achso, da! Hi! Oh, hi, na? Ja. Weißt du noch nicht, wo wir hin müssen? Hm. Hier ist ein Weg. Aber der geht's runter. Boah. Hm. Das ist halt so kompliziert hier. Weiß ich nicht. Boah. Wie ist es, der ist wieder respawned direkt. Wenn der jetzt wieder respawned ist, dann haben wir ein Problem. Das war aber da, wenn er jetzt wirklich respawned ist, dann. Warte! Mal ein Holzspeer herstellen noch mal. War meiner schon wieder fast kaputt. Wir müssen noch einfach den Pfeil ja folgen, ne? Ja. Er sagt, wir sollen hier hin. Ja. Aber hier ist doch nichts. Nee, hier ist nichts. Hier ist nur eine Lüge. Das ist eine Lüge. Wie konnten wir denn solche Narren sein? Das hat ja Wildbären. Wildbären? Nehmen sie mit. Oder hier da weiter? Da müssen wir, glaube ich, hin, ne? Aber wie kommen wir da hin? Können wir da irgendwie so rüberklettern? Irgendwie nicht, ne? Warte mal, komm mal her! Wo bist du? Wo bist du? Oh, hier! Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Hier! 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 Wo bist du? Nein, du gehst weg! Ja, wo? Da. Hier hin! Vielleicht müssen wir ja hier lang. Ja, da kommen wir doch. Da? Ich habe so das Gefühl, wir müssen irgendwann mit der Brücke da machen. Nee. Hier sind wir letztens auch lang gegangen. Hm. Ich habe so das Gefühl, wir müssen irgendwie die Brücke da runterziehen. Ja. Aber da hinten ist noch ein Relaispunkt. Ist überhaupt. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir machen aber hier einen Schnitt. Ich nehme an, wir tun hier ein bisschen verharren, bis es wieder ein bisschen heller wird, ne? Mhm. Ja, und dann finden wir mal heraus, wo wir lang müssen. Ja, alles klar. Also ich danke schön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao. Ja.